Hä? Was macht Mario Kart 8 denn schon wieder hier? Nun, ganz einfach. MK8 soll jetzt ein bisschen häufiger kommen, weil jetzt sind ja auch Ferien. Und ich dachte mir, komm, da kannst du mal den Output ein bisschen hochschrauben hier. Natürlich kann man jetzt denken so, ist das überhaupt so sinnvoll im Sommerloch? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich tatsächlich nicht. Aber was willst du tun, ne? Ist mein Fernseher schon gerade an? Nein, ist er nicht. So. Ist wahrscheinlich ziemlich blöd, das zu machen. So rein wirtschaftlich her, aber pff, Jungs, juckt mich das irgendwie. Nein. Ich hab grad Bock. Wir sind mit Toad unterwegs, dem Yoshi-Bike, den kleinen Reifen. Und Balando schreibt mir was auf Twitter. Verdammt, natürlich jetzt, wo ich die Aufnahme angefangen habe. Ist klar. Verdammt. Muss er sich noch kurz gedulden. Und wir haben doch ein kleines Thema. Natürlich, natürlich. Ich lasse euch ja nicht einfach hier so teilhaben am ganzen Geschehen, ohne dass ihr fantastische Unterhaltung bekommt. So. Und zwar. Hört man es vielleicht, ich bin ein bisschen krank. Und das ist halt schon wieder was, was mich total nervt. Weil, wie ihr eventuell mitbekommen habt, ist es Sommer. Und wenn ich gleich in der Pause mal auf mein Thermometer schaue, beziehungsweise. Ach du Heilige. Ach du Heilige! Beziehungsweise auf mein geliebtes Mobiltelefon, das jetzt zum Glück wieder funktioniert. Dann kann ich euch sagen, wie warm es hier gerade ist. Also. Man hört es ja vielleicht, ich bin ja erkältet. Und in Erkältung steckt das Wort Kälte drin. Und die letzten Wochen habe ich so keine Kälte erfahren. Also wie kommt das? Ich verstehe es nicht, natürlich. Weil man vom Teufel spricht, fängt natürlich auch die Nase an zu laufen. Logischerweise habe ich auch vergessen, mein Taschentuch hier mit herzubringen. Ah ne, ich habe es in meiner Jackentasche. Jackentasche vor allem. Hosentasche. Mann, ich kann nicht mehr reden. Also, ich verstehe das nicht. Wie kann ich krank sein? Wie geht das? Vor allem total unpraktisch in Ferien. Ich wollte richtig schön jetzt YouTube durchklatschen hier, hatte ich ja gesagt, ne, nach der Pause und so. Natürlich, wieder mal letzte Runde. Und außerdem, heute ist Samstag, glaube ich, ist heute Samstag? So, ist heute Samstag? Ja, und am Montag fange ich meinen Ferienjob an. Da wird dann geschuftet für NX, darüber reden wir auch nochmal. Geschuftet, schauen wir mal. Ich erzähle dann, wie das so abläuft. Darf dieses Gerät auf Fotos zugreifen? Ja, darf es. Hab's an der Wii U jetzt gerade aufgeladen. Was auch immer die Wii U mit meinen Fotos macht. Sofort ins Miiverse posten. So, dann gucken wir noch mehr auf Twitter. Ich muss das mal nebenbei machen. Oh, Party. Das war ein Spaß. Ja, hält sich in Grenzen. Wie viel wollen wir uns denn ungefähr zum Aufnehmen treffen? Oh Gott. Schlag was vor. Ich bin in sowas zu furchtbar. Ich kann mich immer bei sowas auch nicht so festlegen. Ja, also mit der Krankheit, das ist so eine Sache. Kann ich mal drüber reden. Dieses Jahr ist so das Jahr der Krankheiten irgendwie. Also, auch mal schön. Bariopfer haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Das Jahr fängt an. Mit dem Januar. Und ich war am 22. Januar, glaube ich. Kann das sein? Ja. War ich auf einer Geburtstagsfeier und dort, da war dann so ein Gartenhaus und darin wurde halt gegessen, glaube ich, gab was zu essen, ja locker, ist schon zu lange her, und auch was getrunken und so, ich habe einen Alkohol, habe ich nicht getrunken, damals noch nicht, aber dazu vielleicht noch ein andermal. Und naja, dann war es darin immer ziemlich stickig und ich bin mit ein paar Freundinnen, tatsächlich, ja. Klingt immer seltsam, wenn man das sagt, aber. Ne? Bin ich rausgegangen und anscheinend, ich war jetzt nicht total dünn angezogen. Ich hatte auch eine Jacke und alles, bin ich blöd. Ich bin echt komplett dumm. Ne, ich weiß ja schon, dass es da kalt ist, weil es lag auch Schnee und so. Und anscheinend war ich aber zu lange draußen, weil dann war ich plötzlich krank. Kann ich hier noch einen Stunt machen? Alter, nice. Und dann war ich krank. Okay, das, okay, so. Dann
war ich den Montag danach, das war an einem Freitag, den Montag danach war ich nicht da, in der Schule. War ich nicht da. So, weil ich halt krank war. So, dann, an dem Wochenende, habe ich bei einem Kumpel übernachtet. Also wir haben, warum eigentlich? Einfach nur so, wir haben einfach nur ein bisschen gezockt und so. Wir hatten damals uns Premium auf Gomme HD gekauft, Alter, wir waren komplett dumm. Haben es natürlich auch versucht zu nutzen, naja. Und dort habe ich in einem Schlafsack übernachtet und anscheinend, man kann ja nicht wirklich viel falsch machen beim Schlafsack schlafen, also glaube ich nicht, dass es an mir liegt, lag. Aber scheinbar war es in dem Zimmer nur doch sehr, so, sehr kalt. Und so war ich dann nochmal kranker. Also sozusagen auf die Krankheit kam eine Krankheit oben drauf. So, richtig gut. Und dann war das fast weg. War das fast weg. Und dann war es, es war ja mittlerweile Februar. Und da habe ich mit der Klasse, wir haben eine Fahrt nach Berlin gemacht, 3 Tage lang. Und wir waren dann in so einem Hostel. Ach, leck mich. Warum ist der jetzt weit hinten? Egal. In so einem Hostel. Oder Hostel, kann man nicht sagen. Naja, so. Heart of Gold hieß das, falls ihr es kennt. Heart of Gold. In Berlin. Und ja, meine Zimmerkameraden hielten es für nötig, das Fenster aufzumachen. Nachts, abends. Und wie gesagt, es ist Februar, das heißt, es war recht frisch. Und da habe ich mir nochmal richtig was eingefangen. Also war ich am Ende, es hat dann auch angehalten, aber ich 3 Monate lang war ich krank. Und dann hatte ich so nie ganz besiegt. Und jetzt war es eigentlich weg. Und dann passiert sowas. Natürlich. Natürlich. Logischerweise. Ich muss mal wieder den Benny hier schreiben. 16.30 Uhr. Das klingt doch ziemlich gut. Ich will nicht auf sein Profil gehen, ich will auf die Nachricht gehen. Ab 16.30 Uhr. Klingt gut. So. Cool. Okay, also bald könnt ihr Mario Kart Wii Folgen mit mir genießen bei Ballando. Och, F-Zero. Na gut. Auf jeden Fall, ja. Natürlich jetzt, Ferien, Sommer, holt man sich natürlich mal kurz eine Erkältung rein, ne? Ist klar. Aber ich sag mal so, von einem Jahr, glaube ich, hätte ich so gar keine Videos aufgenommen. Also mir geht's jetzt nicht so richtig schlimm. Es ist natürlich ein bisschen nervig und es ist ein bisschen blöd so. Ja, und ich, das leidet natürlich auch, die Let's Play Qualität leidet da natürlich drunter. Aber aus irgendeinem Grund habe ich total Bock zu Let's Playen, obwohl ich krank bin. Und das war vor einem Jahr nicht so. Und ich verstehe nicht genau, warum das ist. Aber es ist so. Und jetzt bin ich auch noch so dumm und hole mir eine Gastkommentatorrolle bei Ballandor, obwohl ich krank bin. Also verhunze ich auch noch seinen Kanal. Bin ich nicht freundlich? Ich bin super freundlich. Das weiß er auch noch gar nicht. Das wird er dann merken, wenn ich ihn dann in Skype anrufe oder was weiß ich. Weil das so eine Sache mit Teamspeak irgendwie. Da war irgendwie mal, ich weiß nicht, irgendwas buggt darum. Ich muss das, glaube ich, mal neu installieren. Auf jeden Fall, der nimmt meinen Sound nicht mehr. Also der will nicht, dass ich mich unterhalte. Deswegen, weiß ich nicht. Ich habe sogar schon mal neu installiert, Teamspeak. Und trotzdem war das so. Naja, muss mal gucken. So. Ansonsten, was kann man noch da erzählen? Ich habe neue Kopfhörer. Und ich muss mich total dran gewöhnen, weil der Sound hier ist richtig eigenartig. Das sind solche, also ich brauche eigentlich ja keine neuen. Meine alten funktionieren noch, aber zeitweise haben die so kleine Aussetzer gehabt. Das waren solche Sennheiser-Kopfhörer. In ihr, wurden wohl gemerkt. Und die hatten, der linke hat manchmal so kleine Aussetzer gehabt, hat er mittlerweile nicht mehr. Aber zu der Zeit halt schon und da dann habe ich auch ein neues Handy-Ladekabel bestellt und dachte mir so, hey komm, brauchst du nochmal Kopfhörer rein, kriegst du kostenlose Lieferung. Und jetzt habe ich mich aber dazu entschlossen, die doch schon zu verwenden, hier für Let's Plays und so und fürs Musik hören und Stuff nehme ich die anderen, weil die einfach einen besseren Sound haben. Das sind jetzt solche Earpod-Fakes, also so Apple Earpod-Fakes einfach. Wobei ich halt nicht sagen kann, ob, ich würde schon behaupten, dass die Apple-Teile besseren Sound haben. Ich habe die nie benutzt. Ich müsste noch hier welche davon rumfliegen haben, fällt mir so ein. Oder hat meine Mutter die noch? Kann auch sein. Egal. Aber da kann ich auch nicht beurteilen, ob diese Fakes jetzt wirklich, nein, nicht dein Ernst, wirklich so scheiße sind. Ach, Leco, Mio und Michi. Warte mal, Michi?
Kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob die wirklich schlechter sind, aber mir gefallen sie nicht so gut irgendwie. Egal. Und ja, weil mein Handy, das war so eine lustige Geschichte. Es hat plötzlich nicht mehr geladen. Also, wenn ich das Kabel reingesteckt habe, dann hat es dann so komisch rumgespackt. Es kam immer dieses Symbol, das ist lädt und wieder weg und wieder weg. Und dieses Geräusch, warte mal, kriege ich das getriggert? Kurz den Sound anmachen, warte mal. Den hier. Habt man das gehört? Diesen Sound? Warte. Ich hoffe, das hat man gehört. Diesen Sound halt. Der kam dann immer und ging wieder weg und wieder weg. Und ja, dann mal in manchen Positionen hat es dann geladen und manchmal nicht. Und das war richtig komisch. Letztendlich war einfach unten dieses Anschlussding, dieser Dock, total verdreckt. Also da war richtig viel so Staub und so drin. Und ich frage mich, wie kann da so viel drin sein? Wie kann da so viel drin sein? Das ist ein bisschen komisch. Ich dachte schon, shit, mein Handy wäre am Arsch. Und ganz ehrlich, das hätte ich nicht cool gefunden. Denn abgesehen davon, dass das Display größer sein könnte, finde ich das eigentlich völlig in Ordnung. Es tut, was es soll. Auch in iOS 10 noch. Ich habe mir die Entwickler-Beta runtergeladen, obwohl ich kein Entwickler bin, aber ich bin cool und habe das trotzdem hingekriegt. Auch da läuft es noch, auch wenn iOS 10 momentan noch echt hier und da ziemlich kranke Probleme macht. Müssen sie halt noch mal ein bisschen aufbessern bis September. Werden sie wohl auch tun. Sie, das ist klar, wer damit meint, ne? Die Jungs und Mädels von Apple. Ja. Ich mag ja die Firma irgendwie. Auch wenn mir die viele Mitarbeiter, also was heißt Mitarbeiter, aber viele von den Typen, die, hallo, sich dort immer auf die Bühne stellen, echt unsympathisch sind. Ich weiß nicht, das sind nur ganz, ganz wenige, die ich mag. Aber ich mag die Produkte an sich. Kann natürlich sagen, die sind natürlich überteuert, logischerweise. Aber come on, so ein Unterschied zwischen dem neuen Samsung Galaxy sonst was und dem neuen iPhone 6 irgendwas, so ein krasser Unterschied vom Preis her ist da auch nicht. Also zu sagen, Apple ist so krass teurer, ist eigentlich Bullshit. Weil, naja, so ein Riesenunterschied ist er jetzt nicht. Außerdem, solange Leute halt die Preise bezahlen, wird sich daran natürlich auch nichts ändern, denn Apple ist ein Unternehmen, das Geld verdienen will, so wie Nintendo, so wie Sony, so wie irgendwer. Und warum sollen sie denn das ändern, ne? Never touch a running system. Ist doch auch gut für die, wenn die Money machen. Finde ich jetzt auch nicht verwerflich, dass sie dann die Produkte zu dem Preis raushauen. Wenn es halt, wie gesagt, die Leute nicht stört und sie es trotzdem kaufen. Wobei ja wohl anscheinend die iPhone-Verkäufe zum allerersten Mal im Vergleich zum Vorjahr, glaube ich, nachgelassen haben letztes Jahr. Aber gut, wir werden sie wohl wissen, warum das so ist. Vielleicht weil das 6S einfach, naja, im Vergleich zum 6er, naja, gut, was hatte das 5S, was das 5er nicht hatte, egal. Reden wir nicht drüber, das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall, mein Handy lädt wieder und ich war schon sehr in Sorge, weil neues Handy, nee, einfach nein, weil, ich will ein X mehr kaufen, nächstes Jahr, und da habe ich jetzt keinen Bock, da Geld auszugeben. Schon, was? Also, ich hätte natürlich auf keinen Fall irgend so ein neues Handy gekauft, also so ein übelst teures, aber irgendwas hätte ich ja wohl tun müssen, weil was mache ich ohne Smartphone, ne? Ich möchte ja schon meine WhatsApp-Kontakte pflegen. Ja, ich hätte natürlich WhatsApp-Web verwenden können, aber wenn mein Handy nicht mehr lädt, dann ist irgendwann der Akku leer und dann kann ich das auch nicht mehr verwenden. Also, werde ich jetzt noch getroffen hier, natürlich, logischerweise, und da MK8 es häufiger kommt, sind die Parts ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und das war mit Toad. Im nächsten Part geht es weiter mit Bowser. Tatsächlich. Ja. Gut, das war's mit Toad. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.